Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge. Heute zusammen mit Awesome Elena Lüjön. Hallo! Wow! Ah, Hallöchen. Guten Morgen. Hi. So, hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Und du? Ich habe auch gut geschlafen. Wir hatten ja eine ziemlich ereignisreiche Nacht. Und zwar hatten wir die Granny und die ist geflohen. Und dann haben wir sie aber gefasst. Und die sollte eigentlich noch hoffentlich bei uns im Gefängnis sein. Ich würde sagen, wir riskieren mal einen Blick, ob wir die Granny noch gefangen genommen haben. Auf das Schloss. Oh, hier ist ja alles noch kaputt. Das müssen wir dann direkt auch mal reparieren. Da wurde einiges in die Luft gesprengt. So, aber wir schauen mal. Ah, da ist die Granny. Aufwachen! Zack, zack. So, ihr habt nämlich in die Kommentare geschrieben, dass wir diese gefährliche Granny in das Hochsicherheitsgefängnis, kann man das hier noch sehen? Das haben wir vor Ewigkeiten mal gebaut. Da ist es. Da sollen wir die Granny einsperren, habt ihr geschrieben. Das wird jetzt auch erledigt, Elina. Also, hast du ein Schwert parat und Rüstung? Ja, ich habe ein Schwert parat. Aber Rüstung, nee. Hier, ein Dia-Helm habe ich. Wow, ein Dia-Helm? Ja. Okay, gut. Wir müssen hier mal den Geheimgang... Ah, da ist der Geheimgang. Okay, Lina. Ich befreie jetzt mal die Granny. Aber aufpassen, dass sie nicht wegrennt, ja? Ja, ich passe auf. Okay. So. Kommen Sie raus? Okay. So, jetzt in den Geheimgang rein. Ja, weiter. Ein bisschen schneller hier, bitte. So, in den Geheimgang rein. Yo, die Granny hat noch Tomaten. Rück gleich mal die Tomaten raus. Her damit. Ja. Die gehören uns. Boah, mehrere hatte sie. Also, pass auf, eine. Bleib kurz stehen. Eine bekommst du, damit du hier auch gut zu essen hast. Aber das war's, ja? Und jetzt weiter. Komm, ja? Hier. Zack, schneller. Schön weitergehen. So, pass auf, jetzt müssen wir nach links. Mach mal die Tür auf, ja? Nach links. Jetzt müssen wir aufpassen. Links. Kann sie nämlich abhauen durch unser Haus. Ja, hier genau. Schön durch. So, Leiter hoch jetzt. Oh, haben wir noch keine Leiter? Ah, da ist eine Leiter. Doch, hier ist die Leiter. Okay. Okay, jetzt deaktiviere ich ganz kurz hier die Anlage. Okay. So. Okay, du kannst durch. Oh, das funktioniert trotzdem. Okay, Fehlalarm, Leute. Kein Problem. So, jetzt zack. So, das sind Giftpfeile. Also, falls du versuchst zu fliehen, dann wäre das auf jeden Fall keine kluge Idee. Gut, damit haben wir das ganze Ding gesichert. Wir sollten aber sicherheitshalber den Geheimgang hier deaktivieren, solange wir hier einen Gefangenen haben. Oder? Den Geheimgang, aber der ist doch sowieso abgeschlossen. Ja, aber sicher ist sicher nicht, dass er sich von dem Geheimgang dann weggräbt oder eine Sicherheitskarte ja, fälscht das oder so. Machen. Okay, wir machen das mal. Dann auf nach unten, Elina. Hui. Ich baue das Ding mal ab. Leiter wird abgebaut. So, Granny. Auf Wiedersehen. Wir deaktivieren den Geheimgang mit zwei Steinblöcken. Da kommen sie auf jeden Fall nicht durch. So, jetzt ist das Ding sicher. Jetzt müssen wir aber erstmal das Gefängnis reparieren und uns um Essen kümmern. Ich habe nämlich nur zwei Tomaten. Ich kann dir eine abgeben. Die haben wir der Granny gerade abgeluchst. Okay, dann, ich würde sagen... ups, falscher Weg. Elina, wir haben ein Problem. Ja? Ich brauche deine Erde, weil ich kann ja gar nichts reparieren, wenn ich hier keine Erde habe. Ja, bist du im Gefängnis oder wo bist du? Nö, vor unserem Haus, in unserem Haus jetzt. Ach Mann, oh, du musst die Tür zulassen. Oh, ich glaube, unsere Haustiere sind weggerannt, Elina. Okay, hier ist Fox, hier ist Kroko, hier ist Karl. Rufus! Rufus ist bei mir hier gerade, der ist in den Geheimgang gefahren. Was? So. Ah ja, echt? Sag mal. Wo ist denn der Geheimgang? Der ist so geheim, ich finde den gar nicht. Ah, hier. Rufus! Wo ist der? Jo, was machst denn du hier? Da ist eine Tomate. Bitteschön. Okay, zack. Dann, Erde, Elina. Ich brauche Erde, bitte. Ja, Erde en masse. Ich habe hier noch sogar ein bisschen. Hier, ich habe sogar noch einen Stack. Ich habe hier richtig viel fast Erde. Über einen Stack. Zwei. Okay, so viel brauche ich jetzt auch nicht, aber danke schön. Okay, bitte. Dann auf ins Gefängnis. Da sagt man, glaube ich, auch nicht so oft. Zack, Schlüsselkarte haben wir. Zack, zack. So, jetzt reparieren wir erstmal das ganze Ding. Ich würde sogar vorschlagen, Elina, dass wir den Geheimgang erstmal komplett stilllegen. Weil das ist schon irgendwie auch ein Sicherheitsrisiko, oder? Finde ich zumindest. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Hacke. Diamant. Ja, komm, was soll's. Da gehen wir halt nochmal in die Mine, wenn wir hier keine Erze mehr haben. So, zack, zack, zack. Dann machen wir ein bisschen nicht Radieschen. Aber Elina, wie heißen die Dinger nochmal? Doch, Radieschen, oder? Rote Beete. Ach, ich kann mir das einfach nicht merken. Rote Beete, mein Gott. So, okay. Dann platzieren wir hier überall rote Beete. So, aber, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Zack, haben wir noch was. Oh, Elina, hast du noch ein paar so Getreide oder so Kram? Weil... Ja, ich habe mega viel. Jawohl. Meinst du die Samen oder richtiges Samen, Getreide? Ja. Die Samen, ja, die habe ich. Ben, ich habe ein Geschenk für dich.
Jo. Ja. Oh Mann, ja. Ich dachte, ich kriege einen Ferrari. Ja. Und dann kriege ich sowas. Na gut, aber trotzdem, danke. Das ist das doch. Das war doch deine Bestellung. Ja, guter Stück. Raps, brauchen wir Raps? Nee, wir fahren eh nicht so viel mit der Karre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo die überhaupt steht. Weißt du, wo unser Auto steht? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay, so, wir sind fast fertig. Zack, zack, zack. Okay, dann sollten wir eigentlich mal in die Pizzeria nochmal schauen, ob da alles den richtigen Gang geht, ob da alles funktioniert und so weiter. Jo, fertig. So, das hier noch. Zack, jetzt kann ich uns noch kurz Essen machen. Warte kurz. So, ein bisschen Brot. Oh, jawohl. Hier, ich kann dir die Hälfte geben. Zacker. Danke schön. Oh, das ist... Nein. Oh, ja. Oh, es tut mir leid. Okay, warte, dann brauchen wir aber mehr Wasser. Oh, da ist gerade eben auch noch was kaputt gegangen bei den Tomaten. Aber ich war das wirklich nicht. Oh, da ist eine Polizeifrau. Oh, ja, hallo, was wollen Sie? Oh, Elina, die will dich festnehmen. Warum denn? Warum? Warten Sie, ich bin Ihr Anwalt. Du hast Gerd... Hä? Du sollst bei Gerd die Kasse leergeräumt haben und ihm Geld geklaut haben. Hab ich nicht. Nein, das ich bin unschuldig. Das muss eine Verwechslung sein. Was? Nee, sie schüttelt mit dem Kopf. Also, die nimmt dich jetzt erstmal mit, Elina. Was? Ja, aber ich bin unschuldig, Ben. Ja, ich weiß, aber ich beweise deine Unschuld, Elina. Ist gar kein Problem. Ja. Okay, ich fahr mal zu ich Gerd. Ich will nicht im Gefängnis sein. Nee, ich beeile mich, Elina. Wo ist denn das Auto? Da bin ich ein bisschen schneller. Elina, ich komm gleich wieder, ja? Ja. Dann kontrollieren wir mal, was bei Gerd hier abgeht. Gerds Getränkemarkt sieht geschlossen aus, aber die Tür ist nicht aufgebrochen. Und da drin scheint auch noch alles, da ist nichts kaputt gemacht. Okay, hat er hier irgendwo einen Schlüssel versteckt? Im Briefkasten vielleicht? Okay, er holt seine Post nicht ab. Ist Gerd vielleicht im Urlaub gefahren und deswegen leert er seinen Briefkasten nicht? Geschlossen, Urlaub. Ja, okay, vielleicht hätte ich mal das Schild lesen sollen. Geschlossen, Urlaub. Liebe Grüße, Gerd. Okay, aber wie komme ich denn jetzt da... Aha. Okay, die Einbrecher scheinen durch das Fenster. Hier haben sie aufgebrochen. Oh, hier ist ein bisschen Blut. Das heißt, wartet mal, Leute, die haben sich bestimmt, ich weiß ja nicht, wer es war, die haben sich hier geschnitten beim Glasaufbrechen. Aber Elina? Nee, Elina hatte keine Verletzung an ihren Händen. Nee, das kann nicht Elina gewesen sein. So, wir gucken mal hier die Kasse. Okay, die Kasse ist echt leer, also die wurde leer geräumt. Also hier ist echt gar nichts mehr. Also wirklich absolut, okay, wurde komplett leer geräumt. Oh Mann, der arme Gerd. Was haben wir hier oben? Hier ist nichts großartig. Okay. Aber hier ist auch ein Kuchen. Nein, Elina würde doch nie hier so einen Kuchen rumstehen lassen. Den hätte sie doch gegessen. Und diese Blut... Nee. Das kann nicht Elina gewesen sein. Also mit dem Kuchen, okay, da kann man sich vielleicht drüber streiten. Aber das Blut ist ein eindeutiger Beweis. Gut, dann... Ich würde sagen, okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück zur Polizei und versuche, da Elina zu befreien. Let's go, Leute. Aber wo ist denn die Polizeistation überhaupt? Ich habe ja so gut, kenne ich mich ja auch nicht aus in der Stadt. Die Polizeistation, habe ich gehört, soll... Aha, Elina. Oh, eingesperrt. Okay, warten Sie. Ich kann Ihnen beweisen, dass Elina nicht schuldig ist, also unschuldig ist. Ich bringe Sie zum Tatort. Und zwar schauen Sie mal bei Elina. Sie hat ja keine Verletzung an den Händen, ja? Okay. Sehen Sie das? Okay, dann folgen Sie mir jetzt mal. Ich kann Ihnen nämlich was zeigen. Und zwar wurde ja Gerds Getränkemarkt überfallen und das Fenster wurde aufgebrochen. Und, das wissen Sie ja schon bestimmt, aber beim Fenster sind versteckte Blutspuren. Und das heißt, der Täter hat sich verletzt. Also kann das Elina ja unmöglich gewesen sein. Darf ich Elina jetzt befreien? Oh, Elina, ich darf dich befreien! Okay, warte. Ich habe ja gar nicht die Schlüssel. Brauche ich Schlüssel dafür oder wie funktioniert das da? Warte, zeig mal. Zack. Oh nö, das ist ja keine sichere Zelle hier. Das Polizeipräsidium wirkt ein bisschen komisch. Egal. Jo, Elina, bitteschön. Okay, dann auf nach Hause. Schönen Tag noch. Ich hoffe, Sie finden den wahren Täter. Und da sind wir wieder zu Hause, Elina. So, ab ins nächste Gefängnis. Sein Spaß.
Okay, wir werden auf jeden Fall rauskriegen in der nächsten Episode, wer der wirkliche Täter ist. Wir haben noch ganz vergessen, unsere Haustiere zu füttern, Idina. Geht's denen überhaupt gut? Ja, ich denke. Hier, gut. Hier, da bitteschön, so. Und, oh, hier, yeah. Zack, 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 zack. So, und Rufus, der ist ja, den Rufus habe ich schon gefüttert. Okay, ich hoffe, denen geht's gut. Also, Leute, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, dann flankt auf jeden Fall mal den Like-Button, wenn ihr wissen wollt, wer der wahre Täter ist, und abonniert meinen Kanal, wenn ihr diese Folge nicht verpassen möchtet. Ihr könnt jetzt auch direkt auf das Video klicken, um zur nächsten Episode zu kommen. Da möchte ich euch gerne sehen, das dürft ihr nicht verpassen. Und dann bis morgen, Leute. Haut rein, euer Benson. Ciao.